Zum zweiten Mal hat die Volkshochschule Main-Taunus-Kreis die digitalen Wissensrouten im Rahmen des Weiterbildungspaktes veranstaltet. Geplant und organisiert wurden sie für den Sommer 2020 von der Fachbereichsleiterin Julia Ewald. Das Thema Nachhaltigkeit ist der VHS ein besonderes Anliegen. Über 3 Wochenenden hatten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen die Möglichkeit, über die öffentlichen Player der Nachhaltigkeitsarbeit im Main-Taunus-Kreis zu recherchieren. Das gewonnene Wissen wurde in multimediale Beiträge verarbeitet und auf www.wissensrouten.de verewigt. Ja, meine Erwartung, als ich hier angefangen habe, war das Thema Nachhaltigkeit im Wesentlichen. Auch, dass das hier im Main-Taunus-Kreis, also welche Firmen oder NGOs hier mit dem Thema sich so beschäftigen, das war mir gar nicht so klar. Gesellschaftspolitische Bildung, Storytelling in journalistischen Beitragsformen und Medientechnik für die Podcast-Produktion sind die Schwerpunkte der Wissensrouten. Diese Drei-Akt-Technik, wie erkläre ich etwas in 3 Akten, das kann ich auch in der Arbeit anwenden. Wenn ich in der Teamsitzung ein Thema für mich mal vortragen möchte, dass ich das im Vorfeld einfach strukturiere und sage so, okay, diese Struktur des Storytellings finde ich super, kann ich gut mitnehmen. Ich war neugierig auf die Kombination zwischen Storytelling, also kreatives Schreiben, Geschichten erzählen und auf der anderen Seite die Technik. Und dann so irgendwas mit Podcast im Hintergrund und so, das fand ich eigentlich ganz interessant. Aber dass das jetzt so sich entwickelt hat, fand ich natürlich viel schöner. Mikrofon hatte ich ja so auch noch nicht mitgearbeitet. Auspegeln und wie ich das Aufgenommene dann tatsächlich in verschiedene Tonspuren legen kann. Geräusche und Atmo, also ich bin total begeistert, was ich da alles gelernt habe. Mit Erzähl- und Interviewtechniken ausgestattet, ging es nach den Theorieteilen in die Praxis. Denn das Ziel, einen Podcast über teilnehmende Akteure im Nachhaltigkeitsbereich zu produzieren, bedeutet Vorbereitung. Also erstmal haben wir ein Drehbuch gemacht, wir haben so ein bisschen die Story, was ist überhaupt der Inhalt. Dann haben wir das aufgenommen, Audio, den Interviewpartner. Und da war ich doch etwas überrascht, wie wenig greifbar das Ganze war. Mit 17 Nachhaltigkeitszielen, die extrem allgemein waren. Also ich dachte mir, oh Gott, wie will man das runterbrechen? Aber im Endeffekt war es nachher trotzdem rund. Also wie man dann halt diese globalen Ziele lokal erreichen kann. Ansprechpartner war zum Beispiel Herr Lührmann von der Hofheimer lokalen Agenda 21 oder Herr Beußen von Mainfair e.V. Der gemeinnützige Verein arbeitet daran, die regionale Umsetzung der UNO-Nachhaltigkeitsziele zu fördern. Bis zum Jahr 2030 soll die Region Frankfurt-Rhein-Main nachhaltig gestaltet werden. Kommunen werden gezielt angeregt, sich als Fairtrade-Town auszeichnen zu lassen und eine beeinflussende Wirkung auf Bürger und Wirtschaft auszuüben. Ich hatte ja das Glück, dass ich in 2 Interviews dabei sein konnte. Von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald gab es sogar eine Einladung in die Beratungsstelle. Ich muss echt sagen, ich bin sehr positiv überrascht, wie viel ehrenamtliches Engagement hier in Hofheim stattfindet. Und inhaltlich habe ich nochmal einen ganz anderen Blick auf den Wald bekommen durch den Podcast mit der SDW. Ich werde dann doch jetzt öfter auch in den Wald gehen. Also da bin ich schon ganz anders angetriggert jetzt. Ich denke, da werde ich mich noch ein bisschen mehr mit beschäftigen. Nach dem Interview hat Herr Maurer uns über das Gelände geführt. Bienen im hessischen Waldpanorama. Ein Waldlehrpfad mit einheimischen Bäumen, Sträuchern und Kräutern und etwas versteckt, hinter der Naturverjüngung des Buchenwaldes, liegt sogar ein Freigehege, welches von Kamerunschafen bewohnt wird. Im ca. 3000 Quadratmeter großen Waldgarten gibt es noch mehr zu entdecken, zum Beispiel eine weitere Gehegeanlage, ein Freilandterrarium, einen Teich und mehrere idyllische Sitzgelegenheiten. Vielleicht haben Sie ja Lust auf einen Ausflug, denn wir haben einiges zu tun und machen uns mit den Aufnahmen an die Arbeit. Dann haben wir dieses Interviewte gesichtet, überlegt, was kann man davon gebrauchen, was kann man wegschneiden, was kann man noch ergänzen, braucht man noch irgendwelche Sachen nachher für die Atmosphäre, dass es halt auch irgendwie ansprechend ist für den Hörer.
Wir haben gelernt, wie man ein Audacity-Projekt anlegt, einmal von der Geburt bis zum fertigen Produkt, welche verschiedenen Phasen denn so ein Projekt hat. Ich war überrascht, wie viele Phasen es sind. Ich würde mal sagen, es hat mich ein bisschen selbstbewusster gemacht. Also für den Umgang. Ich höre immer gerne Podcasts und jetzt habe ich mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen können, wie das denn überhaupt dann funktioniert, bis das überhaupt online geht, wie sowas überhaupt entsteht, wie viel Arbeit dahinter ist. Also ich denke, da habe ich jetzt auch einen anderen Respekt und eine Wertschätzung darüber. Also ich fand das Seminar extrem intensiv und ich hatte jetzt in der letzten Zeit auch einige Online-Seminare. Ich fand es aber doch sehr erholsam auch mal wieder, dass ein Referent auch einfach mal mit auf den Bildschirm gucken kann und man wirklich eine Frage direkt stellen kann und nicht über irgendeine Chatfunktion erst anmelden muss.